Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ja, ich flatze hier gerade ein bisschen etwas eigenartig am Baum, aber das macht ja nichts. Wollte mal wieder ein etwas kontroverses Thema aufgreifen. Das ist, wird erstens in der Fachliteratur ein wenig diskutiert. Zweitens gibt es immer mehr Ansätze, dass man das mal mehr diskutieren sollte. Und drittens ist es auch schon auf diesem Kanal im einen oder anderen Kommentar aufgegriffen worden. Nämlich, inwiefern stört jemand, der abseits der Wege im Wald rumrennt, das Wild? Und wenn ja, wie sehr? Und jetzt muss ich doch die Kamera vielleicht ein kleines bisschen weiter. Ja, das sieht schon etwas seriöser aus. Ja, folgendes. Man weiß es nicht hundertprozentig. Also ich kann jetzt nicht mit sagen, mit Sicherheit, nein, stört nicht. Ich kann auch nicht sagen, mit Sicherheit, ja, stört. Soweit sind wir noch nicht mit den Untersuchungen in die Richtung. Es gibt noch nicht viele. Diejenigen, die es gibt, gehen meistens in die Richtung Geocacher. Inwiefern Geocacher das Wild stören, weil Geocacher die erste und bisher einzige Gruppierung ist, die abseits der Wege im Wald rumspringt, die Forstwissenschaft bisher wahrgenommen hat. Gibt noch eine zweite Gruppe, die springt aber nicht rum, die fährt rum. Das sind dann die Mountainbiker, die abseits der Wege durch den Wald brettern. Ganz selten gibt es die ja auch noch in motorisiert. Da muss man aber keine Untersuchungen zu machen. Da ist gleich klar, dass die kein Mensch, der irgendwas mit Forstwirtschaft zu tun hat, leiden kann. Und dass die das Wild stören, ist auch absolut offensichtlich. Von daher sind die nicht weiter interessant. Beim Mountainbiker, um den mal vorne wegzunehmen, wahrscheinlich stören die das Wild auch mit sehr großer Sicherheit, weil sie halt eben so schnell durch die Gegend poltern und mit Karacho unterwegs sind. Das ist, denke ich, der Sinn der Veranstaltung. Gemütlich abseits der Wege im Wald rumfahren macht, soweit ich weiß, niemand. Falls doch, dann wäre das wieder ein Sonderfall. Aber dieses Karacho, dieses schnell unterwegs sein, löst bei Tieren garantiert einen Fluchtreflex aus, weil sobald irgendjemand schnell auf sie zukommt oder überhaupt schnell unterwegs ist, ist das jemand, der nichts was Böses im Schilde führt. Jeder Jäger in der Natur ist schnell. Außer es ist irgend so ein ganz spezieller Spezialist, aber das löst auf jeden Fall einen Fluchtreflex aus und stört das die Tiere auf jeden Fall. Das müssen wir also relativ wenig diskutieren. Und ich bin auch schon gefragt worden, wie denn jetzt die Situation mit den, mehrfach übrigens, wie die Situation mit den Mountainbikern im Wald denn zu bewerten ist. Ich hatte da mal ein Video zu machen versucht, aber tue mich da noch ein bisschen schwer. Ich werde da irgendwann mal noch mal ein bisschen mehr zu sagen, aber generell kann man schon sagen, das Wild stürzt auf jeden Fall. Wen es noch so stört und was es noch so für negative Aspekte haben kann, das muss man halt nochmal separat irgendwo klären. Gut, jedenfalls zurück zu den im Wald rumlaufenden. Wie stören denn die jetzt nun das Wild, sofern sie sich ruhig verhalten? Weil sowohl der Geocacher als auch der Bushcrafter und Survivalist, die ja zwar forstwissenschaftlich noch nicht wahrgenommen werden, aber durchaus ja vorhanden sind, haben gemeinsam, dass sie sich doch ruhig verhalten. Und das ist jetzt die große Frage, ob das nun eine Störung wirklich ist oder nicht. Und normalerweise würde man jetzt in einem solchen Fall wissenschaftlich vorgehen und eine Meta-Analyse durchführen, wenn man jetzt diese spezielle Fragestellung beantworten möchte. Das heißt, man schnappt sich sämtliche zu diesem Thema verfügbare Literatur. Wenn es keine Literatur gibt, könnte man auch Interviews mit Experten durchführen zum Beispiel. Und nimmt sich quasi die Meinungen sämtlicher Experten vor und analysiert die dahingehend, ob der entsprechende Experte eher sagt, ja, stört, nein, stört nicht. Und dann hat man im Endeffekt irgendein simples 63-37% Ergebnis auf die eine oder andere Seite, beispielsweise. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass es so eine Meta-Arbeit gäbe, und falls es sie gibt, dann ist es wahrscheinlich in irgendeiner Form eine Abschlussarbeit, also eine Bachelor- oder Masterarbeit. Und an die ist immer sehr schwer ranzukommen. Heißt, ich habe einfach nicht die Zeit, den riesigen Rechercheaufwand, der da notwendig ist, zu betreiben, um rauszufinden, ob es so eine Arbeit schon gibt. Sie ist jedenfalls nicht allgemein verfügbar und allgemein bekannt, sonst hätte ich es gefunden. Deshalb
kann ich wieder nur ein wenig spekulieren und im Endeffekt natürlich auch meine Meinung zu dem Thema kundtun, weil ich maße mir an, qualifiziert genug zu sein, dazu auch eine Meinung haben zu dürfen. Das darf ja auch jeder stinknormale Revierförster. Stinknormal ist in diesem Fall keineswegs abwertend gemeint natürlich. Okay, also das Problem bei dem gestörten Wild hat meiner Meinung nach drei Komponenten. Da ist einmal die ethische Komponente, dass man das arme Wild nicht stören sollte. Also wirklich ethisch, moralisch, das hockt hier in seinem Lebensraum und wir haben da nichts zu suchen, weil wir haben unseren Lebensraum und das Wild hat quasi seinen Lebensraum, die Natur. Wäre jetzt eine mögliche Auslegungssache der ethischen Frage, dass man also quasi die Natur als Mensch in Ruhe lassen soll, damit es in der Natur bleiben kann. Andere Auslegung in der ethischen Frage ist, dass auch der Mensch ethisch-moralisch ein Anrecht darauf hat, Teil der Natur zu sein, was er eigentlich ursprünglich zumindest mal war. Ob er es noch ist, ist eine andere Frage. Der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Aber diesen Anspruch darf man ihm also quasi nicht nehmen. Deshalb hat er automatisch das Recht, die Natur, das was wir davon noch haben, eben unseren Wald, der ja keine richtige Natur ist, aber nah dran, frei zu betreten. Das ist übrigens aktuell auch der Stand der Gesetzeslage. Mit der Einschränkung, dass man eben nicht dahin gehen darf, wo man mit Sicherheit Tiere an ihrem Rückzugsort stört. Und damit sind wir auch, denke ich, alle einverstanden. Das ist also hier nicht zur Diskussion. Was im Paragraph 19a vom Bundesjagdgesetz drinsteht, eben dieses Tiere an ihren Rückzugsorten stören durch Aufsuchen, Fotografieren, Bejagen, irgendwie Steine reinschmeißen, scheißegal wie, dass das verboten ist, macht Sinn und das soll hier auch gar nicht diskutiert werden. Und wir meinen jetzt ein im stinknormalen Hochwald, wo keine Verstecke von Wildtieren unterwegs sind, einfach mal durchlaufen, wenn wir abseits der Wege im Wald unterwegs sein wollen. Und ja, eben wie gesagt, bei der ethisch-moralischen Frage darf man das, weil man als Mensch das Recht dazu hat, auch als Säugetier eben die Natur zu betreten, oder sollte man das lieber sein lassen, weil man als Mensch eben nicht irgendwie ein Teil der Natur ist und diese automatisch durch seine Anwesenheit stört. Und ja, das wäre halt jetzt eben diese ethisch-moralische Geschichte, die da eine Rolle spielt. Dann haben wir halt natürlich das Naturwissenschaftliche. Möchte ich es jetzt mal nennen, den naturwissenschaftlichen Teilbereich der Fragestellung. Wenn wir abseits der Wege rumlaufen, dann führt das dazu, dass wir entweder als potenzieller Feind wahrgenommen werden oder das Tier tatsächlich unter Stress setzen, weil es nicht weiß, was ist das, was ist das, was ist das. Da bereite ich mich mal lieber auf die Flucht vor, beziehungsweise flüchte lieber mal. Ob ich das jetzt nur schnell oder langsam tue, ist egal. Auf jeden Fall weichen die Tiere uns halt eben aktiv aus, verbrauchen dadurch mehr Energie und müssen dann infolgedessen mehr fressen. Was für sie irgendwo ein Schaden ist, weil sie dann mehr Aufwand haben, um Nahrung zu finden. Das wäre jetzt die eine Ansicht. Die andere Ansicht ist halt eben, dass wir eben nicht als potenzieller Feind wahrgenommen werden, wenn wir als stinknormaler Spaziergänger im Wald rumlaufen. Und 97% aller Störungen von Wild, die eine Angabe habe ich in der Literatur gefunden, aber das ist nur exemplarisch, nicht unbedingt ausschließlich, dass das richtig ist, 97% aller Störungen tatsächlich von Jägern ausgehen, weil das Wild intelligent genug ist, zu unterscheiden, ob jetzt jemand quasi einfach nur als anderes Tier, was auch da ist, durch den Wald läuft, wie zum Beispiel auch das Reh und das Wildschwein irgendwie miteinander koexistieren können, ohne gegenseitig sich wahnsinnig auf die Nerven zu gehen. Oder das Eichhörnchen und das Reh, wenn man irgendwie noch ein etwas abstrakteres Beispiel haben möchte. Dass man also so wahrgenommen wird, oder wird man eben wirklich als Raubtier wahrgenommen und ist automatisch eine Gefahr. Oder, dritte Möglichkeit, wird man vielleicht schon als Raubtier wahrgenommen, aber die Wildtiere sind in der Lage zu unterscheiden, ob man ein satter Löwe oder ein Löwe auf Beutefang ist. Weil satte Löwen am Wasserloch, da interessiert sich die Zebraherde einen Scheiß für. Und die können in irgendeiner Form wahrnehmen, hat der gerade Hunger oder hat der gerade gefressen und kann mir egal sein.
Das ist jetzt halt eben die naturwissenschaftliche Frage, wie es wirklich ist. Es gibt Untersuchungen zu jedem dieser Dinger, die das entsprechende Ding bestätigen. Also natürlich gibt es da Experten, die die eine Meinung und die andere Meinung haben. Ich denke, hier darf ich jetzt schon mal meine persönliche Meinung sagen. Ich finde aus rein naturwissenschaftlicher Komponente sehr plausibel die Schriftstücke, die ich gelesen habe, die in die Richtung gehen, dass wir als einfach anderes anwesendes Tier wahrgenommen werden, nicht automatisch als Feind. Oder vielleicht geht es auch in die Richtung, dass wir potenziell als Raubtier wahrgenommen werden, aber im satten Zustand, wenn wir uns nicht als Jäger verhalten. Denn wir wissen mit Sicherheit, und das ist, glaube ich, eine Statistik, die sehr, sehr gut realistisch überprüfbar ist, dass die Jäger, die enorme Abschusszahlen haben, die dann damit, ob das jetzt eine gute Idee ist, besonders viel abzuschießen oder nicht, sei es dahingestellt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber die Jäger, die erfolgreich sind im Sinne von, die schießen viel Wild, die verwenden Techniken, also nahezu ausschließlich so Techniken wie, ich verhalte mich wie ein normaler Fußgänger, Waldbesucher, lärme in der Gegend rum auf dem Weg zu meinem Hochsitz, damit das Wild gar nicht erst kapiert, dass ich ein Jäger bin. Weil man dem Wild eben zutraut, dass das Wild unterscheiden kann zwischen einem leise durch die Gegend pirschenden Jäger, der wirklich versucht, sich anzuschleichen. Wenn es den wahrnimmt, ist es klar, dass der nichts Gesundes fürs Wild Gesundes im Spiel im Sinne hat. Und halt eben einem Tourist, der da einfach so durch den Wald stapft und lärmt und lärmt und lärmt. Es gibt dazu übrigens bei den Ureinwohnern Mittelamerikas, ich weiß wieder mal nicht welche, einen interessanten Spruch, der da heißt, der Freund kommt laut, der Feind kommt leise. Das jetzt direkt aufs Tierreich zu übertragen, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich würde den meisten Tieren die Intelligenz durchaus zutrauen, dass sie in der Richtung das einigermaßen auf die Reihe kriegen. Mit Sicherheit kann das das Wildschwein, das ist schlau genug. Ob es das Reh auch kann, die meisten Publikationen, die ich diesbezüglich gelesen habe, sagen ja. Aber das ist natürlich keine repräsentative Umfrage oder eben Untersuchung. Das habe ich ja am Eingang schon erwähnt. Ich habe halt irgendwo subjektiv auch so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema und will sie auch nicht für mich behalten. So, und dann haben wir jetzt als dritte Komponente, um diese dann auch noch zu erwähnen, das ökonomische Problem. Wenn das Wild gestört wird oder auch nur neugierig ist und ankommt und wissen will, was das für ein anderes Tier ist, was da jetzt rumläuft, dann erhöht sich beim Reh auf jeden Fall der Stoffwechsel. Das ist biologisch gesehen auf jeden Fall sicher. Inwiefern das jetzt nun schlimm ist oder nicht, das ist jetzt die große Frage, die durchaus auch einen finanziellen Hintergrund hat, nämlich das Reh muss dann mehr fressen. Und wenn sie sich gerade mitten im Wald befindet, dann frisst es logischerweise junge Bäume, weil viel anderes gibt es nicht zu fressen. Und junge Bäume, die weg sind, kosten Geld, weil die muss man wieder nachpflanzen. Und wir haben halt eben entsprechenden Wildverbiss. Das will jetzt natürlich weder der Förster noch der Jäger, weil der muss unter Umständen Strafe zahlen, der Jäger. Und der Förster muss halt aufforsten und dem geht sein Betriebsergebnis in die Bäche. Den Bach runter, das wollte ich sagen. Genau, Deutsch. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall die ökonomische Komponente. Jetzt kann man eben also sagen, aufgrund der ökonomischen Komponente ist es scheiße, wenn irgendjemand im Wald rumrennt und das Wild dazu bringt, mehr zu fressen, als es normalerweise würde. Macht Sinn und ist auch plausibel, muss ich sagen, leuchtet mir ein. Aber man könnte natürlich auch sagen, wenn man sich jetzt der Position des ökologischen Jagdverbandes anschließen möchte und davon ausgeht, dass die Wildbestände grundsätzlich überall viel zu hoch sind, dass das dann nur quasi ein Symptom des Problems der überhöhten Wildbestände ist und man die Wildbestände einfach reduzieren müsste, damit die paar gestörten Rehe, die es unter Umständen dann geben würde, wenn jemand einen Wald betritt, in dem eine niedrige, normale, wie der ökologische Jagdverband der Meinung ist, Rehwildpopulation drin hockt, da wäre die Störung also so minimal, dass das absolut zu verschmerzen wäre, ökonomisch gesehen. Und jetzt kann man vielleicht nochmal mit der moralischen Sache da ankommen. Also finde ich nämlich persönlich wichtig, hat das Reh moralisch gesehen das Recht, ein absolut isoliertes Dasein vom Menschen in einem Land wie Deutschland zu führen?
ist das erstrebenswert, so einen Zustand zu erreichen? Das ist eine rein ethisch-moralische Frage, wie ich finde. Naturwissenschaftlich kann man das nicht irgendwie klären. Das muss man wirklich mit sich selber ausmachen, ob man quasi verantworten kann, dass durch sein eigenes Bedürfnis nach Naturgenuss und Verlassen des Weges, weil man das braucht zum erhöhten Naturgenuss, es einem einfach nicht reicht, nur auf dem Weg rumzulaufen, dass das eben unter Umständen dazu führt, dass irgendein Wildtier einen wahrnimmt und wegen einem ein paar Schritte ausweichen muss. Ist das dem Wild zuzumuten oder nicht? Und dahingehend in die Richtung weitergedacht, denke ich mir immer, dass ein Reh und auch ein Wildschwein generell Fluchttiere sind. Es entspricht also ihrem völlig natürlichen Verhalten, ihrem natürlichen Lebensablauf, dass mal hin und wieder irgendjemand bei ihnen vorbeischaut, dem sie ausweichen. Das ist völlig normal für die, und eine Welt, in der nicht hin und wieder mal jemand vorbeischaut, dem sie ausweichen müssen, wäre absolut unnatürlich. Also quasi ein, der Mensch bleibt raus aus dem Wald, Wildtiere unter sich, Eldorado, wenn man das so nennen möchte, ist völlig fernab dessen, was die Wildtiere eigentlich gewöhnt sind. Meine Meinung, ja? Nur meine Meinung, dazu habe ich jetzt keine Quelle oder irgendeine Literatur, die ich da zitieren könnte. Und deshalb denke ich mir halt immer, gewisse Störungen sind eben völlig normal und gehören zur Biologie des Wildes eben dazu. Ob das, dass das jetzt ökonomische Konsequenzen, negative, auf das Wachstum des Waldes haben kann, weil die Wildpopulation dann unter Umständen viel zu groß ist, ja, da muss man sich dann halt eben auch wieder Gedanken machen, ob man das seinem örtlichen Förster zumuten möchte oder nicht. Und jetzt spielt es natürlich wieder eine Rolle, eine ganz wesentliche Rolle. Wie oft kommen denn solche Störungen vor? Da muss man dann jetzt wirklich mal schauen, in welchem Wald befinde ich mich denn. Wenn ich jetzt im Stadtwald von Freiburg rumstapfe, ich bringe das Beispiel relativ häufig, weil das ist einer der bekanntesten und wirklich auch einer der schönsten und am ehesten auf Tourismus ausgelegten Stadtwälder, die wir in Deutschland haben. Da ist viel Verkehr. Wie gesagt, der ist auf Tourismus ausgelegt. Die Stadt zahlt drauf, die verdient nichts mit ihrem Wald, sondern zahlt noch was drauf, damit der Freiburger Bürger im Wald die optimale Erholungsnutzung betreiben kann. Und ich denke, wenn man zum Beispiel in einem solchen Wald vom Weg runter rennt und dann der X-fache ist, der da in der Gegend rumrennt, und wahrscheinlich wird da auch wirklich ein erhöhter, ja, Erholungsdruck nennt man das dann auch, das ist der Fachbegriff, auf dem Wild liegen, also eben Störungen durch Erholungssuchende, und zwar ganz viele. Und in so einem Wald, da würde ich es mir jetzt ethisch-moralisch überlegen, ob ich jetzt der 28.000. sein muss, der da jetzt nochmal dem Reh auf den Keks geht. Andererseits, andere Möglichkeit, dass gerade in so einem Wald sich das Wild so sehr daran gewöhnt hat, dass da irgendwelche Erholungssuchenden durch den Wald stapfen, dass es dem das inzwischen völlig egal ist. Ungefähr so egal, wie wenn das Eichhörnchen oben auf dem Baum hockt und mit Nüssen wirft. Was übrigens durchaus hin und wieder mal vorkommt. Allerdings meistens eher mit Zweigen oder anderen Objekten. Mit Essen werfen tut es nur, wenn es keine anderen Möglichkeiten hat. Das gibt's wirklich. Egal. Jedenfalls, ne? Wir wissen es nicht. Und es gibt Publikationen in beide Richtungen. Ich persönlich gehe halt wirklich davon aus, der Schaden ist von daher vertretbar, weil ich halt eben einfach rechtlich gesehen das Recht habe, den Wald so zu betreten, und sehe keine moralische Notwendigkeit, es nicht zu tun, um das arme Tier nicht zu stören, weil es eben eine ganz normale Biologie des armen Tiers ist, dass es hin und wieder mal wegrennen muss. Das ökonomische Problem, das dadurch halt eben als Konsequenz entsteht, muss man dann halt eben abschätzen, in welchem Wald man sich befindet. Wie gesagt, in Freiburg kann es ein großes Problem sein, weil da schon so viel Druck ist, kann aber auch überhaupt kein Problem mehr sein, weil es die Wildtiere so gewohnt sind. Kann man auch gleich von vornherein davon ausgehen, dass es die Wildtiere in jedem Fall, in jedem Wald gewöhnt sind und es überhaupt kein ökonomisches Problem gibt. Ob dieses Problem nun besteht oder nicht, das ist ja auch wieder diskutabel. Wissen wir auch nicht ganz. Es ist also wirklich nicht lösbar, die Frage, wirklich. Vor allen Dingen muss man dann noch klären,
spielen die moralischen Bedenken, die man haben könnte, überhaupt eine Rolle? Wenn man da ganz rein akademisch rangeht, wäre es ja eigentlich nicht so. Andererseits kann man auch nur moralisch rangehen und einem die akademischen Aspekte und ökonomischen Aspekte scheißegal sein lassen. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen begriffen, worauf ich hinaus will, und anders kann man diese Frage auch, man kann die Frage nicht beantworten. Man kann nur seine eigene Position irgendwie dazu wählen. Ich denke, dass hier in dem Wald, in dem ich rumstapfe, ich nicht großartig ins Gewicht falle, weil hier haben wir erstens relativ wenig Erholungssuchende. Ein paar sind schon, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Keine große Stadt, weit und breit. Gibt gar nicht so die riesige Bevölkerungsdichte hier. Dann haben wir einen riesengroßen Wald, in dem ich hier rumstapfe. Da ist also wirklich massenhaft Platz, überall hin auszuweichen, völlig ohne Stress. Die hören mich kommen auf, was weiß ich, kilometerweite Entfernung, können mir ganz, ganz entspannt ausweichen, die Tiere, die mir ausweichen müssen. Und außerdem ist die Wilddichte hier relativ gering, weil wir haben hier überall Tannen, Naturverjüngung noch und nöcher. Das ist nicht möglich ohne eine geringe Wilddichte. Soweit darf ich das, glaube ich, auch sagen. Da ist sich die Forstwissenschaft relativ einig. Oder eben vielleicht ist eine Tannen-Naturverjüngung auch noch möglich mit einem unglaublich guten Wildtiermanagement-Konzept mit irgendwelchen Ausweichflächen, wo sich das Wild hin zurückziehen muss, aber die haben wir hier nicht. Deshalb kann es nur daran liegen, dass wir Tannen-Naturverjüngung haben noch und nöcher, dass wir wenig Rehe haben. Das heißt, die sind alle tot. Das mag jetzt böse klingen, ist aber für den örtlichen Förster sicherlich ein Segen. Naja, mehr fällt mir, glaube ich, zu dem Thema dann nicht mehr ein. Ich denke, ihr habt so einigermaßen begriffen, worauf ich hinaus will und welche Überlegungen bei der Frage überhaupt so eine Rolle spielen. Könnt euch gerne eure eigene Meinung dazu bilden oder auch irgendwie die Meinung von jemand anders übernehmen. Das ist es von mir gewesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.